Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Deine kleine Welt ist manchmal so klein, dass das kaum noch Gott reinpasst. Deine kleine Umgebung ist manchmal so geschrumpft, weil der Glaube geschrumpft ist. Wir brauchen einen Horizont, wenn wir unseren Gott begegnen wollen. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Unbeschreiblich groß. So ist das Thema, das wir heute haben. Unbeschreiblich groß. Das ist so was Unbeschreibliches. Wie kann man das eigentlich, beschreiben? Ich möchte so einiges versuchen heute. Wie sieht die Zukunft deines Glaubens aus? Ist der Glaube, ja, irgendwo geht die Welt unter, irgendwo ist alles so schief. Wie sieht deine Zukunft aus? Ist deine Zukunft krisengeschüttelt? Wo du sagst, wow, alles Krise, Krise, Krise und ich habe keine Aussicht und du siehst nur noch Krise. Ich sage dir, und das stellt dir noch eine Frage, wie groß ist dein Horizont? Und wenn du dieses Bild hier siehst, das ist so, wie ich mir manchmal vorstelle, wie wir manchmal denken. Ja, du sagst, ach ja, Ulrich, hätte der doch ein kleineres Sofa gekauft, wäre der doch wirklich bescheiden gewesen. Aber ich sag dir, es ist nicht das kleinere Sofa, sondern die größere Wohnung. Und so ist es auch im Glauben. Tu nicht schauen, wie du alles klein kriegst und ich muss jetzt ganz mich zurückziehen und alles ganz, ganz klein haben. Schau nicht auf das Kleine, sondern sag, ich brauche einen weiteren Horizont. Wie groß ist dein Horizont? Deine kleine Welt ist manchmal so klein, dass das kaum noch Gott reinpasst. Deine kleine Umgebung ist manchmal so geschrumpft, weil der Glaube geschrumpft ist. Ich sage nichts von bescheiden und von demütig, aber wir brauchen einen Horizont, wenn wir unseren Gott begegnen wollen. Dein Gottesdienst ist vielleicht auch so eingeschränkt. Ja, für mich, Herr, segne mich, lade meine Akkus auf und alles ist wieder gut. Ich habe einen Bibelvers entdeckt, den ihr bestimmt schon lange kennt, aber der mir jetzt ganz, ganz wichtig geworden ist. 1. Johannes 5, Vers 4 und 5, und da steht, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Gott hat immer in der Bibel wenn, dann stehen. Hier heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg. Und wer ist da beteiligt? Da geht es weiter im nächsten Vers. Wer ist es aber, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist? Also, wir sind diejenigen, die Glauben haben sollen und der Glaube ist der Sieg. Ja, ich glaube, dass du mich erlöst hast. Ja, ich glaube, dass die Heilungskraft jetzt da ist. Und nicht, na, mal sehen, mal, lass doch mal Jesus machen. Wenn er will, dann kann er. Nein, dein Glaube ist der Sieg. Im Alten Testament wird gesprochen, wie der Elia dem Elisa das doppelte Maß versprochen hat, was der Elisa auch bekommen hat. Aber im Neuen Testament, nach dem Sieg von Jesus Christus und seit dem Sieg von Jesus Christus, haben wir das Grenzenlose, wirklich das Grenzenlose ohne Maß. Und ich habe hier so ein Siegespokal heute mitgebracht und dieser Sieges
Pokal soll auch symbolisieren, er hat für uns den ganzen Sieg errungen. Er hat alles getan. Er hat alles getan, was für unser Leben notwendig ist. Und das ist so herrlich. Den ganzen Sieg, er gehört dir. Dieser Pokal ist symbolisch, aber der ganze Sieg gehört dir. Nimm diesen ganzen Sieg und lebe damit. Nicht nur im Gottesdienst, sondern lebe damit. Wir verlassen gerade so einen gewohnten Lebensstil. Wir gehen in einen neuen Lebensstil über, den wir noch nicht kennen, der aber nicht das sein kann, was es jetzt gerade ist. Sondern es kommt was Neues. Und da dürfen wir uns freuen. So viele analysieren diese Zeit und analysieren und sagen, ja, das ist so, das ist so, das ist so. Ich sage, wie viele Christen verschwenden die Zeit, indem sie das ganze Chaos kommentieren. Ich sage dir, nimm die Zeit und ermutige deinen Nächsten. Nimm die Zeit und ermutige dich selbst. Weil das ist auch eine Taktik des Teufels, der dir gerne die Zeit raubt und dir Angst macht, indem du sagst, der macht das falsch, der macht jenes falsch. Und man sollte das und das sollte man nicht. Das ist bestimmt richtig, was du denkst, aber es raubt dir Zeit. Nimm diese Zeit und ermutige andere. Nimm diese Zeit, ermutige Menschen von dem wunderbaren Wort Gottes. Robert Stearns, unser Freund aus Amerika, der auch eine große Arbeit hat, war 2018 hier und er hat uns prophezeit, dass was Neues kommt. Er hat gesagt, die größten Tage liegen vor uns. Ist auch für dich. Die größten Tage liegen vor uns. Gott wird ein frisches Ausgießen schenken. Nicht alles Mögliche und Chaos, nein, Gott wird ein frisches Ausgießen schenken. Gott bringt frische Wunder, Dinge, die wir noch nie erlebt haben. Gott bringt einen frischen Fluss für die, die auf seine Stimme hören. Wenn Gott ein Wort spricht, ist Kraft darin, es umzusetzen. Wir müssen übereinstimmen. Das ist das Evangelium. Wenn Gott spricht und er spricht in diese Zeit, in die neue Zeit hinein, und das ist wichtig, dass wir das erleben. Gott möchte dich in eine neue Position in deinem Alltag bringen. In eine neue Position. Du sagst, ja, welche Position? Vielleicht in deinem Betrieb, vielleicht auch in deinem Umfeld, bei deinen Mitbewohnern, in deiner Arbeitsstelle, aber ganz besonders auch im Glauben. Weil wir sind heute da und leben das, was wir in der Vergangenheit getankt haben, in den Gottesdiensten, in den Andachten. Das ist das, was wir heute brauchen in unserer Zeit, um hier zu leben. Gott bringt uns auf eine neue Position und dich auch im Alltag. Lass Gott die Dinge benennen, die er trennen möchte. Ach ja, Herr, ach, ich weiß, das liebst du nicht, aber lass es doch da. Lass Gott zu, Dinge zu trennen, die vorbei sind. Die waren vielleicht gut. Die waren vielleicht gut in der Vergangenheit, vielleicht für deinen Großvater. Die waren vielleicht gut, aber Gott möchte trennen. Gott möchte wirklich dir Neues geben. Sei bereit für Neues. Eine volle Wohnung, wo schon alles drin ist, kann nichts Neues rein. Du musst was Altes rauswerfen. Und so ist es auch in unserem geistlichen Leben. Lass Gott die Dinge benennen, die er trennen möchte. Auf der anderen Seite gibt es etwas Neues auch für dich. Ja, Gott ist dabei, etwas Neues zu tun. In deinem Leben, in deiner Familie. Auf der anderen Seite gibt es was Neues. Du hast jetzt vielleicht nicht so einen Zaun, wie diese Grafik darstellt, sondern die andere Seite. Lass sie zu, dass sie Gott benennt. Gott möchte dich trennen von Dingen, die nicht produktiv für sein Königreich sind. Wie ich schon sagte, du möchtest momentan erklären, was alles falsch ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir dürfen unseren Standpunkt haben, wir dürfen unsere Meinung haben, aber
Gib die Liebe Gottes weiter. Dein Glaube ist der Sieg. Lass dich an einem Platz der größeren Freiheit führen, wo Freiheit da ist. Gerade ist weltweit alles Einengung. Es wird da eingeengt, es wird dort eingeengt. Und das sollte nicht sein und das darfst du nicht und so weiter. Und so wie die Menschen eingeengt leben müssen, eingeschränkt leben müssen, so ist auch oftmals ihr eigenes geistliches Leben. Das geht irgendwie, ist das parallel. Das ist wieder richtig eingeengt. Und ich sage dir, Gott war noch nie ferne von dir. Gott war noch nie auf einen Meter Abstand zu dir, sondern er ist in dir, wenn du Ja zu Jesus gesagt hast. Er ist näher, denn dir jeder sein kann. Und dieser Abstand, den kann keiner irgendwo vergrößern, außer du, wenn du sagst, oh mein Gott, wie weit und wo bist du und was machst du und wo finde ich dich? Nein, er ist da, ganz nah bei dir. Auf der anderen Seite ist das neue Wunder eines neuen Tages, eines neuen Beginns, eines neuen Starts. Gerade in dieser schwierigen Zeit, in der wir leben, haben wir die meisten Gebetserhörungen über neue Arbeitsstelle. Da, wo Zehntausende entlassen werden, weil das und jenes nicht mehr geht, da bekommen wir die meisten Gebetserhörungen, dass Gott neue Arbeitsstelle geschenkt hat und alles in diesem Bereich. Und das ist mein Gott. Unser Glaube, dein Glaube ist der Sieg. In dieser Zeit wird unser Glaube getestet. Hat dein Glaube Kraft oder ist dein Glaube nur Religion? Wir, auch wir Deutschen, sind so, ja, was hat der Großvater, wie hat er den Glauben gelebt? Wir haben die Eltern den Glauben gelebt. Und da sind wir oftmals, haben gute Vorbilder, vielleicht auch weniger gute, aber wir sind in eine ganz neue Freiheit hineingekommen bei all diesem Engen, was um uns herum ist. Aber eine ganz neue geistige Freiheit. Gott möchte sich gerade in dieser Zeit bei dir ganz mächtig offenbaren. Ganz mächtig. Redest du viele Worte oder haben deine Worte Kraft? Es gibt Menschen, die reden viel, aber es bewegt sich nicht viel. Aber wenn wir voll von diesem Sieg sind, voll von dieser Kraft sind, dann erleben wir auch jetzt, auch heute. Und während du dieser Veranstaltung zuschaust, du erlebst wirklich Zeichen und Wunder. Du sagst, ja, mal sehen, wenn es irgendwo mich schüttelt oder wenn irgendwas passiert. Nein. Warte nicht auf ein Schütteln oder auf ein Gewitter oder auf einen Stromschlag. Nein, warte nicht darauf, sondern dein Glaube ist der Sieg. Und nimm es und sage, ja, ich glaube an den Sieg und bitte, Herr Jesus, setze ihn jetzt für mich frei. Was geschieht bei dir, dass die Welt begehrt, es zu besitzen? Wo die Welt sagt, diesen Menschen, diese Frau, diesen Mann, das, was die hat, was der hat, das brauche ich. Wenn wir das Gleiche erzählen, wie jeder erzählt, dann sind wir durchschnittlich, wir sind in der ganzen Allgemeinheit. Aber ich habe mit meiner Frau zusammen, gerade im Urlaub, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch in der Geschäftswelt, dass die Menschen gesagt haben, was ist bei ihnen anders. Sie sind irgendwie anders. Und das ist das, wo wir Christen den Unterschied machen. Und deshalb sind wir ja auch auf der Erde. Wir sind nicht auf der Erde, um jeden Sonntag Gottesdienste zu besuchen. Nein, wir sind auf der Erde für unseren Nächsten, die Größe Gottes weiterzubringen. Du machst den Unterschied in deinem Umfeld. Nicht deine Gemeinde,
nicht wir vom Missionswerk, nicht Gott, der irgendwo kommt und einmal irgendwo alle durchschütteln. Nein, du, dort wo du bist, machst du den Unterschied. Was tun wir? Jetzt in dieser Zeit, ihr Lieben, wir wurden vorbereitet, Jahrzehnte. Sind wir in den Gottesdiensten, waren wir in den Gottesdiensten und haben Gott gedankt und gejubelt und so weiter und haben erfahren, was in der Bibel steht. Jetzt ist die Zeit, wo wir es anwenden können. Jetzt ist die Zeit, wo wir es leben können. Wo wir leben können, was wirklich die Bibel sagt und was der Sieg ausmacht. Wir haben eine Zukunft, ihr Lieben. Nicht das, was die Welt sagt, sondern unsere Zukunft als Christen ist wirklich Hoffnung. Wir haben ein Ziel, die Welt hat keins mehr. Die sagen, wir vermuten, wir machen und wir denken, wir sollten und so weiter. Wir Christen haben wirklich ein Ziel, das wir erreichen wollen. Ein Ziel schon auf dieser Erde. Vielleicht ist dein Nachbar das Ziel, wo du sagst, ich möchte so leuchten, dass er hungrig wird, diesem Gott zu begegnen. Ja, wir haben eine Zukunft, die Erlösung. Manche leben nur für die Erlösung. Das ist schön, aber ist nicht alles, ist nicht das ganze Evangelium. Solange wir auf der Erde sind, haben wir auch eine Aufgabe. Unser Ziel ist auch, oder unsere Zukunft ist auch Vergebung zu unserem Nächsten. Unseren Nächsten zu lieben, mit der Liebe, die Jesus in uns hineingelegt hat. Und wir haben auch eine Zukunft, wo immer noch Heilung da ist. Immer noch Heilung. Es wird so viel propagiert, unheilbar dort, das kann man, da kann man nicht helfen, dort kann man nicht helfen. Wir könnten wirklich Tage füllen mit Zeugnissen, wo Menschen uns geschrieben haben, dass Gott etwas Unheilbares wirklich geheilt hat oder was Unmögliches möglich gemacht hat. Glaube daran. Unser Glaube, dein Glaube ist der Sieg. Ein Kernerlebnis unseres Glaubens sind Zeichen und Wunder. Sie stehen in der Bibel. Und manche sagen, mit den Aposteln ist alles vorbei. Da ist alles vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Es ist nicht vorbei, sondern ich sage eher, wie es in der Bibel heißt, in den letzten Tagen werden Söhne und Töchter Visionen haben und Zeichen und Wunder werden geschehen. Ich glaube, über die letzten Tage sind wir ziemlich einig, dass wir in dieser Gegend leben. Wie lange die letzten Tage sind, weiß keiner. Aber da sind Zeichen und Wunder wirklich ein Kernstück unseres Glaubens. Nicht der Haken, dass ich wieder im Gottesdienst war. Rüste deinen Glauben aus mit der Perspektive, die Gott hat. Lebe deinen Glauben in einer Welt, die keine Antwort auf wichtige Fragen hat. Ich bin manchmal so erschüttert, wenn man abends die Nachrichten sieht und die Spezialsendungen, wie die Welt keine Antworten mehr hat. Gott hat Antworten, ganz andere Antworten. Und jeder, der ihm nachfolgt, wird wirklich im geistlichen Bereich und für sich selber eine Kraft verspüren, dass wir in dieser Welt, wie sie gerade ist, ich sage nicht, ich sehe nichts und alles ist gut, nein, wir leben mittendrin, aber du kannst mittendrin in dem ganzen Chaos mit der Kraft Gottes leben. Und das ist was ganz anderes, wie wenn du nur in der Angst lebst, die diese Welt gerade verbreitet. Dein Glaube ist der Sieg. Die Zukunft unseres Glaubens hängt von der Fähigkeit ab, die Kraft Gottes zu verstehen. In Philipper 3, Vers 13 heißt es, eins aber sage ich, vergesse, was da hinten ist und strecke dich aus nach dem, was vorne ist. Vergesse alles, was da hinten ist. Ach, das war so schön, als wir da noch frei und jetzt alles so. Nein, ich sag dir, das vergesse, was da hinten liegt. Streck dich aus, was vor dir liegt. Und die Welt zeigt dir ein Unmöglich, das vor dir liegt. Irgendwo, das geht, die Welt geht unter. Das ist die Botschaft der Welt. Nein, ich sag dir, wenn du in der Bibel liest, dann haben die Christen ein Ziel.
Die Christen haben ein Ziel, mit Jesus zu leben und daraus die Kraft zu haben, auf dieser Erde zu leben. Und als Christen haben wir ja auch ein ewiges Ziel, zu leben mit Jesus ewig. Und das ist ja ein wunderbares Ziel. Die Welt bereitet sich so auf das Chaos vor, aber wir bereiten uns auf eine Hochzeit vor und nicht auf eine Scheidung. In den Medien meint man, das ist wie so eine Scheidung von einer heilen Welt, dass wir gerade eine Scheidung erleben, die heile Welt ist kaputt, wir müssen uns von ihr trennen und so weiter. Und ich sag dir, wir Christen bereiten uns für eine Hochzeit vor. So heißt es in der Bibel, wir Christen, ob Mann oder Frau, wir sind die Braut und Jesus ist der Bräutigam. Ja, und wie verhält sich eine Braut? Eine Braut pflegt ihre Schönheit, je näher die Hochzeit kommt. Und wir sind uns doch alle klar, dass nach der Bibel, die biblische Hochzeit, die da gemeint ist, zusammen zu sein mit unserem Herrn Jesus, die liegt vor uns. Da stelle ich mir die Frage, bereiten wir Christen uns wirklich vor für eine Hochzeit oder erklären wir das Chaos? Und ihr Lieben, wenn wir einen Bräutigam haben, Jesus haben und uns wirklich vorbereiten für die Hochzeit, dann ist doch für uns die Frage, was lassen wir zu? Ich weiß noch, als wir geheiratet haben vor vielen, vielen Jahren, ich hatte vor der Hochzeit nicht mehr viel anderes im Sinn, wie die Hochzeit steht vor der Tür. Wie kann ich das alles vorbereiten? Auch das Leben nach der Hochzeit, was kann ich da alles tun? Da hat mich das links und rechts sehr, sehr wenig interessiert. Ich sage nicht, dass dich die Welt nicht interessieren soll, nein. Aber ich sage dir, dein Glaube ist der Sieg. Siehst du ein Ende mit der Beziehung mit Gott und sagst, Gott, wenn du sowas zulässt, bist du nicht mehr Gott. Gott, schau mal da und dort und da ist Ungerechtigkeit in dieser Kirche, in dieser Gemeinde und so weiter. Schau mal die Christen an. Unlängst war ein Handwerker hier drin und hat gesagt, ich glaube gar nichts mehr, weil ich bin so enttäuscht worden von den Christen. Und ich sag dir, Christen können enttäuschen, Gott nicht. Trenne Christen von Gott. Gott enttäuscht nicht. Gott enttäuscht nicht. Und wenn dich so viele enttäuscht haben, geh mal direkt zu Gott, ohne jemand drumherum. Bete einfach mal drauf los und sag, Gott, wenn es dich gibt, dann komm jetzt. Und so viele erleben den lebendigen Gott mit so einem einfachen Gebet. Die Art, wie wir Glauben leben, mag sich ändern. Wir sehen es heutzutage, es läuft viel mehr über die elektronischen Medien, die man zur Zeit Jesu noch gar nicht hatte. Aber die Herz-zu-Herz-Beziehung zu Gott bleibt in Ewigkeit. Sie bleibt in Ewigkeit. Die Herz-zu-Herz-Beziehung, das ist eine Ehe, ein Bund, den wir eingehen mit unserem Bräutigam, der Jesus heißt. Wir bereiten uns für eine Hochzeit und nicht für eine Scheidung vor. Planst du die Hochzeit oder bist du voll Furcht? Unser Ziel ist es nicht, die Krise zu überleben. Ihr Lieben, unser Ziel ist es, die Hochzeit vorzubereiten. Die Beziehung, eine Beziehung mit Gott einzugehen. Und das ist das Allerschönste, wenn wir mit Gott direkt reden können. Und das können wir, wenn wir beten. Dein Glaube ist der Sieg. Unbeschreiblich groß. Alles ist für dich bereit. Eine Religion ist kraftlos. Der Sieg am Kreuz beinhaltet alles. Zeichen und Wunder sind nicht eine Show oder ist nicht der Show-Effekt eines christlichen Glaubens. Nein, Zeichen und Wunder sind Normalität. Du brauchst die ganze Kraft für die Zukunft. Ist die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, sichtbar in deinem Leben? Der Heilige Geist wohnt in uns. Ist er sichtbar?
Darf er sichtbar sein? Und ich sage dir wirklich, erzählst du von der Kraft oder lebst du die Kraft? Und ich sage dir, lebe wirklich diese Kraft. Dein Glaube ist der Sieg. Und ich sage dir, das alles zu erleben, geh irgendwo hin, wo du Ruhe hast und sag einfach, Herr Jesus, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte das ganze Package haben, die ganze Erlösung haben mit allem Drum und Dran, was am Kreuz geschehen ist. Und ich danke dir dafür, dass ich mit dir Gemeinschaft haben darf. Er wird dir schenken. Amen. Unser Geschenk an Sie. Alle Sendungen dieses Monats auf einer DVD. Inklusive der Sendung von heute. Melden Sie sich telefonisch oder online und wir schicken Ihnen die DVD Ende des Monats kostenlos zu. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.